So, Thema aus dem vorhergehenden Video, die erste und die zweite binomische Formel, die muss man auswendig lernen. Wir haben das voriges Jahr schon mal gemacht, das kann man mit Lied, das kann man mit Rhythmus, geht es am besten. Es gibt auch im Internet, bei YouTube, verschiedene andere Versuche, dass man sich das gut merkt. Die erste und die zweite, die sind beide ähnlich, hatte ich schon gesagt. Die erste binomische Formel, ich werde das immer abkürzen. Binomische Formel ist mittlerweile sogar ein Eigenname. Wer binomisch groß schreibt, ist auch nicht falsch. Ich schreibe BIFO. Das geht schneller. Die heißt A plus B in Klammern zum Quadrat ist A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Die zweite heißt A minus B in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Ich werde nochmal schnell auf den Unterschied hinweisen. Hier ist er. Steht hier ein Plus, steht vor dem 2ab auch ein Plus, steht hier ein Minus, steht vor dem 2ab ein Minus. Das ist der einzige Unterschied. Das heißt, ich muss mir lediglich die erste merken und kann die zweite automatisch. Und jetzt, das übt man laut, indem man es vor sich her spricht, und zwar am besten wirklich im Swing-Rhythmus. Und zwar A plus B in Klammern zum Quadrat ist A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Hört sich albern an, hat sich aber bewährt. Also gesprochen, falls jemand keinen Ton hat, ist auch schon passiert bei YouTube. Ich habe das immer in Anführungsstrichen gesetzt, damit der Buchstabe als solcher auch rauskommt. A plus B in Klammern zum Quadrat ist gleich, kann man sagen. Gleich nicht machen, sonst kommt der Swing nicht raus im Rhythmus. A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Sprecht es zu Hause leise nach, in dem Rhythmus, wie ich es zu Anfang schon mal gesagt habe. Und merkt euch die erste und nur den Unterschied bei der zweiten, mehr nicht. Das genügt. Da muss man nicht zwei Formeln lernen, sondern schön im Swing-Rhythmus die erste. Wer Lust hat, hört sich oder nimmt mal die Suchfunktion und guckt nochmal. Wir haben da auch ein Lied, ich glaube sogar mit Gitarre aufgenommen. Was uns diese Formel bringt, das hatte ich vorhin schon erläutert in dem anderen Video. Ob wir erst ausmultiplizieren, alles zusammenfassen, das ist umständlich. Vor allem umständlich ist es oder kaum möglich, wenn man die binomische Formel nicht kann, zum Beispiel solche Terme wieder zurückzuverwandeln. Wenn man sie nicht kann, hat man eine Schwierigkeit, von hier nach hier zurückzugehen. Das Ausmultiplizieren kriegt man noch hin, aber es dauert viel zu lange. Genauso ist es von Vorteil, statt zu sagen 3 plus 3 plus 3 plus 3 ist auch 12, ja, aber das kürzt man ab, indem man sagt 1, 2, 3, 4 Stück habe ich davon, 4 mal 3. Das ist nämlich auch 12. Das ist der Hintergrund dessen. Das heißt, das Multiplizieren ist eigentlich nur eine Abkürzung von Addition. Wenn ihr später programmieren werdet, dann werdet ihr merken, dass Rechner im Allgemeinen nur addieren. Und zwar, die wissen zwar wie oft, aber die addieren. Aber da kommen wir später drauf. Gut, machen wir mal schnell ein paar Übungen. Ich mache mal ganz kurz Pause, schreibe ein paar auf und dann wieder Pause. Also, so, hier sind die Aufgaben. Pure Schreibübung. Wenn es geht, so schnell wie möglich, immer aufs Vorzeichen achten, aber so schnell wie möglich die ganze Sache ausmultiplizieren. Ich schreibe nochmal jetzt, da es ja neu ist, die binomische Formel mal still drüber. Hier steht a, das entspricht dem x, plus b, das entspricht in diesem Fall der 5, in Klammern zum Quadrat, ist a Quadrat plus 2ab, immer gleich zusammenfassen, ne? Plus b Quadrat. Ich habe es jetzt mal rübergeschrieben. Plus bzw. Minus, je nachdem, was hier drin steht. Ne? Also müsste ich hier auch Plus Minus reinschreiben. So, dann mal los. So, jetzt die Auflösung. Einfach zu Hause jetzt Pause drücken. Ich werde jetzt mal ein bisschen umfangreichere Ausdrücke schreiben. Wir üben jetzt erstmal vorwärts. Ne? Also nicht von der Summenform wieder zurück in die Faktorenform, sondern erstmal vorwärts. Irgendwas plus irgendwas in Klammern zum Quadrat. Ich drücke jetzt Pause, in der Zeit kann man zu Hause vergleichen. So, nächste Übung, jetzt haben wir hier ein paar Ausdrücke, die scheinbar ein bisschen komplizierter sind. Legt mal los. Beim letzten würde ich ein bisschen aufpassen, ob es nicht noch einfacher geht.
nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Ich mache Pause, wir lösen die Aufgaben und dann gucken wir, ob es richtig ist. So, ich habe nochmal in Blau drüber geschrieben, a plus minus b in Klammern zum Quadrat und so weiter. Und das sind dann die Ergebnisse. Bei der letzten hatte ich extra gesagt, nicht übertreiben. Aber selbst wenn man es übertreibt und hier mit binomischer Formel vorgeht, ergibt sich das hier. Und zusammengefasst ist das sowieso 121x². Ich kann nämlich auch sagen, 5x und 6x sind 11x in Klammern zum Quadrat. 11 mal 11, 121x mal x Quadrat. Das wäre also, hier wäre es ein bisschen schade, wenn ich hier die binomische Formel anwendete. Jetzt noch einen Spaß. Ich lasse das gleich mal so. Ich nehme mal dieses Beispiel, das letzte hier, und mach mal was anderes. Wer kann im Kopf Folgendes ausrechnen? 36 Quadrat. 25 Quadrat ist 625, das ist immer auswendig. Aber warum sollte man alles auswendig lernen? Schreiben wir das 36 mal als 30 plus 6 in Klammern zum Quadrat. 30 mal 30, 900. Plus 30 mal 6, 180 mal 2, 360. Plus 36, dann zusammenzählen. Kann man notfalls mal im Kopf ganz schnell rechnen. Ich könnte auch so rechnen, 36 mal 36. Mal sehen, wie das aussieht. 3 mal 6, 18. 3 mal 3, 9, 108. 6 mal 6, 36. 6 mal 3, 18. Und 3, 21. Dann komme ich auch drauf, na klar. Aber manchmal geht es so schneller. Ich könnte auch, wie kann ich 19 Quadrat ausdrücken, indem ich sage 20 minus 1 in Klammern zum Quadrat. Ja, und so weiter. 20 mal 20, 400. 20 mal 1 mal 2 sind 40, minus 40. Und jetzt noch plus 1. Geht auch. Und so weiter und so fort. Okay, das noch als Spaß. Ich schließe das Video jetzt erstmal ab. Wir werden also in nächster Zeit jetzt erstmal vorwärts üben. Das heißt, wir werden aus a plus b in Klammern zum Quadrat a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat machen. Später machen wir aus der ganzen Sache, aus der Summe hier, die Sache rückwärts. Und wir wissen, es geht bloß um das Vorzeichen. Erste und zweite merken wir uns zusammen. Gut, ich schließe das Video ab. Schöne Pause.